Ja, Mats war extrem heiß. Man hat das heute gesehen. Erling ist gar nicht zur Entfaltung gekommen. Ich weiß nicht, ob er da noch ein Problem hatte in der Halbzeit, warum er raus ist, aber wir haben es defensiv insgesamt super kompakt gemacht. Und ja, so muss man Erling am Ende auch verteidigen. Ja, Mats hat heute ein herausragendes Spiel gezeigt und hat sehr viele Zweikämpfe für uns gewonnen, ist immer wieder vorgestochen ins Mittelfeld, aber nicht nur er, sondern zusammen mit Nico Schlotterbeck haben sie sich wirklich sehr gut ergänzt und immer wenn der eine vorgestochen ist, hat der andere den Rücken gesichert. Ich finde, alle drei Innenverteidiger, wenn man jetzt noch Niklas dazu nimmt, der heute auf der Außenverteidigerposition gespielt hat, spielen eine klasse Saison bis jetzt. Mats wirkt sehr stabil, sehr fit, hatte dann jetzt vor ein paar Wochen dann einmal kurz den Infekt, wo er dann eine Woche raus war, ist jetzt wieder da, wo er vorher war und wir sind sehr glücklich und hoffen, dass er so weitermachen kann.